Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach langer Zeit wieder ein Video komplett ungeschminkt. Tatsächlich habe ich gerade auch gar keine Creme oder sowas drauf, damit wir gleich alle Steps zusammen machen können. Ich habe euch gefragt, ob ihr das Make-up ABC von mir als Video sehen wollt. Also im Grunde ungefähr das, was auch in meinem Buch steht. Und ich habe mir gedacht, ja, ich mache das für euch. Deswegen wird das Video auch etwas länger. Also falls du dich für Make-up interessierst, vielleicht noch etwas zu deinen Skills dazulernen willst, vielleicht einen Aha-Moment erleben möchtest oder vielleicht noch ganz neu im Thema Make-up bist, dann bleib gerne dran und ich hoffe, ich kann dir irgendwie weiterhelfen. In diesem Video werde ich dir die ganzen Make-up-Steps von der Pflege bis hin zum Finish zeigen. Also wie dein Make-up lange hält, du die perfekte Intensivität der Farben hast, die richtigen Produkte auswählst, etc. Alles wird ganz genau in diesem Video für dich erklärt. Falls du dich noch mehr für das Thema Make-up interessierst, kann ich dir mein Make-up-Buch auf jeden Fall ans Herz legen. Da steht noch viel mehr dazu. Natürlich zeige ich euch hier schon die wichtigsten Steps, aber noch genauere Infos findet ihr hier in meinem Buch. Also schaut es euch gerne an. Wenn die Buchhandlungen wieder offen habt, dann schaut es euch auch gerne in der Buchhandlung an. Ansonsten könnt ihr es gerne auch online bestellen. First link in der Description. Das sind, by the way, nicht nur das Make-up-ABC, sondern auch viele andere hilfreiche Tipps. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video und viel Spaß. Bevor wir jetzt irgendetwas in unserem Gesicht machen, Hände waschen. Das ist das A und O, denn ihr werdet mit euren Händen des Öfteren in eurem Gesicht sein und das wird sonst nicht gut enden. Damit meine ich, dass ihr zum Beispiel irgendwelche Bakterien an euren Händen habt, was Ausschläge provoziert oder was auch Pickel verursachen kann. Deswegen immer schön hygienisch sein, Hände waschen und die Haare aus dem Gesicht, dass wir die nicht beim Make-up dabei haben. Ich zeige euch heute alles anhand von einem ganz basic, neutralen Alltags-Make-up. Alle Tipps, alle Anwendungsmöglichkeiten könnt ihr auch bei einem starken Make-up anwenden. Also die Dosierung der Intensivität ist euch überlassen. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie ihr das am besten hinbekommt. Falls ihr euch vor allem für Produkte interessiert, dann ist das hier, ja, ihr werdet schon viel über Produkte erfahren, aber ich habe ein anderes Video gemacht, speziell über meine Produkte, die ich verwende, von Pinsel bis hin zu den Make-up-Utensilien wie Puder, Lidschatten, etc. Das verlinke ich euch auch unten einmal. Ich starte erstmal mit einer Lip Mask und die trage ich einfach auf meine Lippen auf. Tatsächlich habe ich anfangs sie wirklich mit dem Pinsel gemacht, weil es einfach hygienischer ist, aber die Faulheit hat mich gepackt. Aber falls ihr zu herb ist oder ähnliches neigt, dann macht das auf jeden Fall mit einem Pinsel, dann habt ihr noch ein geringeres Risiko, aber meine Haut ist wirklich null empfindlich. Trotzdem sollte man das so eigentlich nicht machen. Weiter geht es mit einem Serum. Ich werde des Öfteren gefragt, für was ein Serum, wieso braucht man das? In dem Video, das ich euch unten verlinkt habe, habe ich euch erzählt oder erklärt, wieso man was wie braucht und wieso man das so und so einsetzt. Ich tue es euch hier aber auch nochmal schwammig erklären. Also ein Serum dringt bis hin zur zweiten Hautschicht ein, also viel tiefer als eine Creme. Und ihr merkt das auch beim Auftragen von einem Serum, dass es nicht so, ich sag jetzt mal, so eine Fettschicht hinterlässt wie eine Creme. Also man spürt es danach nicht mehr so, weil es so schnell einzieht. Weil ein Serum auch meistens so eher so auf Wasserbasis ist und keinen krassen Film hinterlässt. Ein Serum ist auch hochdosiert. Das bedeutet, es pflegt eure Haut von innen, aber nicht über den ganzen Tag verteilt. Die Creme hingegen, das merkt ihr, egal bei welcher Creme ihr habt. Ihr müsst auch immer gucken, dass es für eure Haut passt. Also ob ihr fettige Haut habt oder trockene Haut oder sensible Haut oder was auch immer. Je nachdem müsst ihr ja eure Pflege anpassen von der Creme sowie vom Serum sowie von der Augencreme. Ich habe jetzt eine Feuchtigkeitscreme und die ist dafür zuständig, dass ich den ganzen Tag, dass meine Haut den ganzen Tag mit Feuchtigkeit versorgt ist und keinen Feuchtigkeitsmangel bekommt. Das merkt ihr auch bei den Cremes direkt beim Auftragen. Ihr merkt, okay, da ist schon ein bisschen, das fühlt sich ein bisschen mehr an, das zieht nicht direkt in meine Haut ein, das ist nicht direkt weg. Und das solltet ihr auch immer von innen nach außen auftragen. Die Base ist wirklich das Wichtigste, also die Pflege, deswegen achtet darauf, dass ihr das ordentlich macht. Unsere Augen sind sehr sensibel und obwohl wir das wissen, tun nur sehr wenige Leute eine Augencreme verwenden, obwohl das auch sehr, sehr wichtig ist. Vor allem, wenn ihr Augenringen neigt oder oft hier unten trockene Haut hat oder der Concealer sich bei euch oft absetzt. Tragt immer eine Augencreme auf, tupft die ein. Ich bin ehrlich, ich mache das auch nicht immer, aber ich merke wirklich sichtlich einen Unterschied. Ich habe mich auch immer gefragt, hey, wieso nehme ich nicht einfach meine normale Creme für unters Auge, also als Eye Cream? Und so simpel wie die Antwort klingt, man denkt daran vielleicht teilweise nicht, aber wenn ihr euch hier unters Auge fasst oder aufs Auge, merkt ihr, dass die Haut um das Auge herum viel, viel dünner ist und sensibler als der Rest von eurem Gesicht. Deswegen natürlich, es schadet jetzt nicht krass, aber spezielle Augencremes sind besser darauf vorbereitet. Die Augencreme, wo ich jetzt übrigens habe, die ist sehr, sehr reichhaltig. Also ihr merkt auch wirklich, da ist was drunter.
Es gibt auch noch ganz leichte Augencremes, die eher so wie auf Wasserbasis sind. Die finde ich auch sehr angenehm, sie sind auch sehr erfrischend, wo auch dann ein bisschen der Schwellung der Augenringe entgegenwirkt. Aber ich finde die auch sehr, sehr gut. Weiter geht's mit der Foundation und da stehen wir bei einer sehr, sehr großen Frage. Make-up-Schwämmchen und ja, ich weiß, das ist ein Riesenschwämmchen, das ich gerade hier besitze. Oder Pinsel. Ich habe es immer mit einem Schwämmchen aufgetragen, weil ich es viel entspannter fand. Also um das Ganze schön einzuarbeiten, ging super. Mittlerweile benutze ich einen Pinsel, ein Schwämmchen sehr, sehr selten. Außer ich will das so ein bisschen cakey gestalten. Also ich will, dass das so ein bisschen auf meiner Haut drauf liegt und alles so porzellanmäßig aussieht. Das schafft ihr auch mit einem Pinsel, aber ich finde, das ist mit Pinsel viel mehr Arbeit wie mit einem Ei. Der Nachteil an diesem Make-up-Ei, finde ich, ist, dass ihr extrem viel Produktansammlung innen drin habt. Und ich glaube, so wie ich viele von euch kenne, ihr werdet eure Pinsel und euren Make-up-Schwamm nicht täglich reinigen. Das bedeutet, es ist auch eine Bakterienschleuder. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ihr in euer Gesicht geht, verteilt ihr das Ganze, die ganzen Bakterien und ihr bekommt, wenn ihr eh schon Pickel habt, noch mehr Pickel. Weil ihr ja die Bakterien verteilt, ne? Logisch. Zudem verschwendet es extrem viel Produkt. Ich weiß, viele von euch suchen immer nach der günstigsten und besten Foundation, aber glaubt mir, wenn ihr eine teure Foundation habt, und das habe ich jetzt zumindest die Erfahrung gemacht, teure Foundations, da reicht euch ein Pumpstoß und ihr könnt euer komplettes Gesicht damit schminken. Aber bei einem Make-up-Schwämmchen, da braucht ihr 3-4 Pumpstöße, bis ihr erstmal Full Coverage euer Gesicht geschminkt habt. Weil das meiste in dem Make-up-Schwamm drin steckt. Und klar, dann lohnt sich so eine teure Foundation auch echt nicht. Besser gesagt, man hat da nicht so viel Bock dann drauf, ne? Zudem finde ich, kann man mit einem Make-up-Eye oder Make-up-Schwämmchen das Produkt nicht so gut einarbeiten. Also ich stelle mir das immer so wie bei einer Mandarine vor, wenn man das so drauf tupft. Man hat ja hier überall im Gesicht Poren, ne? Logisch kann man es nicht ganz so reindrücken. Also es dauert ewig, bis die Poren gefüllt sind, bis wirklich euer Haut schön ebenmäßig gefüllt ist mit dem Produkt. Und dann ist es auch nicht so gleichmäßig und gut eingearbeitet. Ihr müsst ja 10.000 Mal so draufhauen, bis es richtig drinnen ist. Statt mit einem Pinsel macht ihr 2-3 Kreisbewegungen und das Ganze ist perfekt drin. Ihr habt keinen cakey Film, weil es nicht oben drauf liegt, wie mit dem Make-up-Schwämmchen. Vorteil daran ist, es ist gerade im Trend und es ist easy, es ist einfach. Also wenn man wirklich viel Produkt verwendet, kann man meiner Meinung nach kaum was falsch machen, weil man muss einfach nur noch in seinem Gesicht rumklopfen. Wenn man aber sparsam gegenüber dem Produkt vorgehen möchte und auch so, dass es vielleicht natürlich aussieht, weil jeder sagt ja immer, du benutzt Foundation für den Alltag, was? Und stellt sich dann jemand vor, der richtigen cakey Face hat. Aber nein. Normal sollte man die Foundation gar nicht sehen, wenn ihr die drauf macht. Und das liegt dann daran, wenn ihr es gut eingearbeitet habt. Ich persönlich kann es mit diesem Pinsel hier sehr gut einarbeiten. Auch dieser kleine, es dauert zwar ein bisschen länger, den gibt es auch ein größer. So, falls ihr ein bisschen zu faul seid. Aber ich finde es mit dem ideal, man kommt hier an alle kleinen Stellen hin und kann es perfekt einarbeiten. Das Gute an dem Pinsel, finde ich, wir haben hier oben ein Synthetik-Haar, was perfekt wieder das ganze Produkt abgibt. Das Produkt kommt nicht hier runter in die Haare, sodass es sich da festnestet. Nein, es bleibt nur hier oben. Und das Synthetik-Haar ist so rutschig ein bisschen. Also alle flüssigen Produkte allgemein verwendet man mit Synthetik-Haar. Das werdet ihr jetzt im Laufe des Videos auch noch merken. Dann könnt ihr es perfekt eingeben. Habt kaum eine Produktverschwendung. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr euren Pinselchen dann wascht, dass da kaum Produkt rauskommt. Also im Gegensatz zum Make-up-Schwämmchen. Und ihr könnt es wirklich gezielt schön einarbeiten. Die Reinigung von dem Pinsel geht auch viel einfacher wie von dem von dem Make-up-Schwämmchen. Denn ihr macht einfach ein bisschen in die Seife. Am besten eine Kernseife oder sowas. Spült es aus, guckt dazwischen. Und wenn alles sauber ist, do it, fertig, finish. Ich habe den Pinsel echt vor kurzem erst für mich entdeckt, dass ich mit Pinsel viel besser klarkomme. Und falls ihr es noch nicht probiert habt, holt euch wirklich diesen Pinsel, ich liebe diesen Pinsel, und probiert es und sagt mir, wie ihr es findet. So, jetzt erstmal über hier Pinsel und Make-up-Schwämmchen geredet. Ich finde nämlich, das ist ein Riesenthema. Ach ja, und was ich beim Pinsel auch noch super finde, der ist langhaltig. Also ihr müsst euch nicht alle 2 Monate neue Pinsel kaufen, weil das Produkt da so festklebt, wie bei einem Make-up-Schwämmchen. Das ist ja irgendwann so eine widerliche Bombe. Da holt man sich ein neues, denkt sich, okay, es kostet nicht viel, aber lieber zahle ich für so einen Pinsel, ich weiß nicht, wie viel der kostet, so 15, 16 Euro und behalte den meine 5, 6, 7, 8, 9 Jahre und der ist top durch tägliches Waschen oder immer nach Waschen, nach Benutzen halt. Oder einmal in der Woche waschen ist auch okay. Man muss halt einfach seine Pinsel pflegen oder seine Produkte. Dann hält es auch Ewigkeiten und ist auf jeden Fall preismäßig günstiger. Jetzt kommen wir zu den Produkten. Ich möchte euch 3 Foundations zeigen, die ich sehr gut finde. Aus der Drogerie sowie aus dem High-End-Bereich. Alle Foundations, die ich euch jetzt zeige, ob aus dem High-End-Bereich oder aus der Drogerie, finde ich, sind von der Art her gleich. Das bedeutet, sie sind perfekt für den Alltag, aber decken dennoch sehr gut. Als allererstes habe ich hier die Maybelline New York Dreamation Liquid
Liquid Hydration Foundation. Habe ich es richtig gesprochen? Ich finde die Foundation super. Als ich die das erste Mal probiert habe, dachte ich mir, wow, wieso bin ich auf die nicht früher aufmerksam geworden? Und ich finde es immer schwierig, weil es gibt so viel Foundation-Auswahl und eine findet das gut, andere findet das gut. Wie gesagt, ich habe eine sehr, ja, normale Haut, wo, normale Haut ist immer so ein Riesenüberbegriff, eine nicht sensible Haut. Also meine Haut macht sehr, sehr viel mit. Und wenn ich Cremes verwende, dann auch Feuchtigkeitscremes. Deswegen liebe ich auch Hydration Foundations. Wenn ihr trockene Haut habt, benutzt niemals eine matte Foundation, weil eine matte Foundation zieht das ganze Öl und jegliche Feuchtigkeit aus der Haut heraus, damit es matt ist. Das bedeutet, wenn ihr eine Haut habt mit Unreinheiten zum Beispiel, werden die Unreinheiten die komplette Feuchtigkeit rausgezogen, was natürlich noch mehr Unreinheiten hervorbringen kann. Genauso wie wenn ihr halt schon trockene Haut habt, macht die matte Foundation eure Haut noch mehr. So läuft das Ganze auch im Gegenteil. Also wie gesagt, es kommt wirklich drauf an, was ihr halt für einen Hauttyp habt. Und ich finde die jetzt für meine Haut persönlich sehr, sehr gut. Also die ist wirklich super leicht, angenehm, lässt sich über den ganzen Tag super tragen. Ich habe da jetzt auch nicht, ich habe schon von vielen gehört, wenn sie an ihren Freund kuscheln, wenn er ein weißes T-Shirt anhat, dass da ein Make-up-Flecken hat. Leute, mir ist das noch nie passiert. Selbst mit Full-Face-Make-up habe ich noch nie bei ihm ein Make-up-Fleck dagelassen. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig Make-up verwende oder ob ich nicht so krass an so dran gedingst habe. Keine Ahnung, aber mit der ist mir das auch noch nie passiert. Das ist wirklich eine super Foundation aus dem Drogeriemarkt. Kann ich euch nur empfehlen. Eine noch etwas preiswertigere Foundation ist die Essence Pretty Natural Hydration Foundation. Also jetzt auch nochmal eine feuchtigkeitsspendende Foundation. Natürlich sind die jetzt alle nicht matt, weil Hydration heißt natürlich nicht matt. Wenn es dir Feuchtigkeit spendet, kann es nicht matt sein. Wenn aber auch eine Foundation matt ist, bedeutet das auch, dass sie mehr deckt, damit ihr Bescheid wisst. Weil meistens sind dann mehr Pigmente drin. Das bedeutet, die Foundation ist auch etwas dicker. Das bedeutet ein bisschen mehr diesen Barbie zugeklatschten Look. Zumindest kann es schnell dazu kommen. Ich weiß nicht, ich mag matte Foundations gar nicht mehr. Also ich hate die gerade so ein bisschen. Aber ich mag die einfach nicht mehr. Finde ich auch super, vor allem für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Verhält sich ungefähr so wie die Catrice Foundation. Wie gesagt, alle Foundations, die ich euch gerade zeige, sind ungefähr gleich von der Art her. Lässt sich über den ganzen Tag super tragen. Easy Auftraggefühl, super Farbwahl. Also es gibt ganz, ganz viele Farben. Meine absolute Lieblingsfoundation und auch, glaube ich, die Lieblingsfoundation von sehr, sehr vielen Make-up-Artists da draußen, weil sie sich einfach mit fast jeder Haut super verträgt, ist die Face & Body Foundation von MAC. Natürlich, die ist etwas teurer, obwohl das jetzt hier so ein kleines Containerchen ist, sage ich jetzt mal. Aber die ist auch sehr, sehr spendabel. Die anderen Foundations, die ich euch gerade gezeigt habe aus der Drogerie, da braucht man etwas mehr wie bei der Foundation. Aber auch nicht die Welt wie bei anderen Sorten von Foundations, die ich aus der Drogerie kenne, wo ich mir gedacht habe, ciao. Genauso kann das übrigens aber auch im High-End-Bereich passieren. Da muss man halt einfach mal die richtigen Foundations bekommen. Aber hier reichen mir zwei kleine Pünktchen hier und ich kann mein ganzes Gesicht schminken und das seht ihr jetzt auch gleich. Ich benutze die, weil ich die halt wirklich am allerbesten finde. Die zwei können nicht ganz mit der mithalten, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jede von diesen Foundations langzeitig getestet und wirklich, die sind schon sehr, sehr gut. Aber die ist das Shit. Ich finde, man spürt gar nicht, dass man irgendwas drauf hat. Also, wenn man so anfasst, dann merkt man das nicht. Jemand, der dir ins Gesicht guckt, merkt es nicht, aber es deckt ab. Und ich finde auch, dass die Foundation sich sehr gut entwickelt in der Zeit. Also, jede Foundation oxidiert ja und verhält sich mit dem Sauerstoff irgendwie, dass es zu einer Reaktion kommt, dass sich vielleicht die Farbe verändert. Die einen werden zum Beispiel rotstichiger, die anderen werden eher so gelbstichiger. Und die anderen, die passen sich halt so perfekt an. Dann merkst du es gar nicht, was für einen Stich die bekommt. Die hier passt sich auf jeden Fall perfekt an. Ich liebe es. So, ich habe jetzt hier diesen kleinen Boppelchen. Seht ihr den? Und der wird mir jetzt für mein komplettes Face reichen. Falls ihr noch nicht wisst, was die richtige Foundation für euch ist, zeige ich euch auch direkt, wie ihr es rausfindet. Ich habe gerade ein bisschen zu viel Produkt dafür genommen. Oh, oh. Wartet, ich muss das kurz hier abschmieren. Und zwar, wenn ihr hier an der Seite bei eurer Kinnleiste testet, das ganze Produkt auftragt, schön einarbeitet mit eurem Pinsel und es fällt nicht auf, dass da ein Produkt ist, dann ist der richtige Farbton. Und ansonsten müsst ihr nochmal schauen, ob es mehr so ins Neutrale muss, also in das Olivfarbene oder eher in das Gelb-Orange-Stichige oder halt so rotstichig. Wir tragen jetzt auf jeden Fall gemeinsam erstmal die Foundation auf und ihr werdet am Anfang noch voll meine Rötungen durchsehen. Dann werdet ihr euch fragen, Nicole, was redest du für einen Stuss über die Foundation? Aber wartet mal während des Videos ab, wie das sich verhält und wie die sich entwickelt. Was übrigens auch noch ein super Vorteil ist, wenn ihr direkt bevor ihr euer Make-up auftragt, eure Pflege macht, dann verbinden sich eure Pflegeprodukte, besser gesagt die Creme, besser mit eurer Foundation und ihr könnt es noch besser in die Haut einarbeiten, sodass es noch besser in die Haut einzieht und sich das besser verbindet. War das gutes Deutsch? We don't know. Meine Hand ist sauber, alles in meinem Gesicht, ich habe nicht mehr nachgepumpt, alles ist super, ich bin happy. Ihr seht jetzt hier schon,
Die Rötungen verschwinden stückchenweise mehr. Ich muss gerade oben im Bildschirm schauen, sorry. Aber auch nochmal hier, damit ihr das seht, dass sie schön reagiert. Die MAC Face and Body ist deswegen so beliebt, weil sie einmal fürs Gesicht super geeignet ist, aber auch für den Body. Also das bedeutet, wenn man beim Shooting noch irgendwie die Haut mitschminken muss, wie zum Beispiel die Beine, die Arme oder sonst was, verwendet man auch sehr gerne diese. Um auch nochmal kurz auf den Tipp einzugehen, wieso man das hier testet, ob das die richtige Foundation ist und nicht auf dem Handgelenk oder auf der Backe oder auf dem Hals oder sonst was. Seht ihr das? Meine Hand hat eine ganz andere Farbe wie mein Gesicht. Meine Hand hat auch eine ganz andere Farbe wie mein Gesicht. Wozu muss aber mein Gesicht letzten Endes passen? Zu meinem Hals. Besser gesagt, es sollte ein guter Übergang sein. An dieser Stelle an der Seite hat man am wenigsten Rötungen. Und deswegen trägt man es immer hier auf, um auch direkt hier die Verbindung zu sehen. Also ihr habt direkt einmal das Gesicht getestet und wie es mit dem Hals harmoniert. Mir fällt gerade auf, ich habe ein Thema geskippt und zwar der Primer und das wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Ich finde die zwei Primer am besten. Ich muss euch aber auch ehrlich sagen, ich habe nicht viele Primer gekauft, weil ich nicht so ein Fan bin von Primer. Natürlich, Primer sind zum Beispiel porenminimierend oder wenn jemand fettige Haut hat, kann man das ein bisschen davon ja, reduzieren, dass das nicht so gut durchkommt. Aber Primer verstopfen halt immer die Poren und können damit wieder auslösen, dass man zum Beispiel Pickel oder Unreinheiten bekommt. Finde ich, muss nicht immer sein. Vor allem im ganzen Gesicht ein Primer habe ich bei so vielen Leuten gesehen, habe ich früher auch immer gemacht und ich habe halt immer gedacht, Primer kommt ins ganze Gesicht, aber nein, das, was viele mit ihrem Primer machen, ist einfach nur die Creme und der Primer sollte, wenn dann, in die T-Zone, also da, wo immer die größten Poren sind an den Stellen und wo man halt am meisten fettige Haut hat oder besser gesagt, große Poren führt ja zu fettiger Haut, weil dann natürlich das Ganze rauskommt. Falls ihr aber ein Make-up auf den ganzen Tag halten soll und ihr keinen Bock habt, dass durch Schweißperlen, die hier irgendwie durchkommen, durch eure Pörchen, das irgendwie leicht zerstört wird, dann nimmt halt einen Primer, aber ich würde es nicht jeden Tag empfehlen. Weiter machen wir mit dem Concealer. Da fangen wir erstmal beim Pinsel an und zwar ist es wieder hier so ein Synthetik-Haarpinsel. Und das ist halt wieder so rutschig. Das merkt ihr direkt. Also das ist jetzt nicht so, dass da ein Produkt zum Puderprodukt gut dran hält. Das ist halt wirklich für flüssige Produkte. Sowas wie Foundation, Cremes oder halt auch sowas wie Concealer. Damit tragen wir das hier unter unserem Auge auf und wir machen auch kein fettes Dreieck drunter, weil das ergibt gar keinen Sinn, sondern wirklich nur da, wo unser Auge ist und tupfen das da gut ein, falls ihr sehr, sehr dunkle Augenringe habt. Versucht mit Color Correcting zu arbeiten. Ich finde, das macht enorm viel aus, weil der Concealer ist wieder so eine Sache, hatten wir am Anfang. Das Auge ist sehr, sehr dünn und empfindlich, die Haut da drumherum. Und wenn ihr euch da jetzt einen richtig verdeckenden Concealer drunter haut, hat er natürlich auch sehr viele Pigmente und ist somit viel dicker von der Konsistenz und somit auch schwerer. Und bei dieser leichten Haut da unten, kann es dann sehr schnell kommen, dass er abrutscht zwischen die Fältchen oder so und deswegen sollte man da auch nicht ein riesen Dreieck machen, auch wenn ihr das einklopft. Also die meisten klopfen das ja mit Make-up-Schirmchen ein und da hängt wieder die Hälfte im Produkt, deswegen Produkt sparen mit dem Pinsel, macht nur ein bisschen was hin und verteilt das gut und macht das Ganze auch nicht auf das Auge, weil wie gesagt, Concealer ist nochmal etwas schwerer und da sollte man so wenig wie es nur geht verwenden. Und wenn ihr halt ein Color Correcting benutzt, wie zum Beispiel ihr habt hier so lila, dunkle Schatten, dann könnt ihr zum Beispiel rot oder grün, je nachdem, was ihr halt habt. Ich würde jetzt bei mir rot verwenden, so rot-korallmäßig und würde es dann unten leicht auftupfen und dann meinen Concealer drüber. Das bewirkt Wunder. Ich habe das nie groß gemacht, weil ich es nie arg gebraucht habe. Aber falls ihr wirklich damit zu kämpfen habt, bevor ihr euch dort Schichten hinhaut mit Concealer und es immer fett abpudert und weiß Gott nach was alles, probiert es mal mit Color Correcting. Ich weiß, heutzutage macht es kaum mehr jemand. Also ich sehe es in sehr wenigen Tutorials, aber es bewirkt wirklich Wunder. Und ich verspreche mich gerade so oft. Es tut mir leid. Es fällt mir in meinem letzten Video so oft auf, dass ich so viele Versprecher drin habe. Also es tut mir wirklich sauer. Leute, jetzt zu meinen Empfehlungen. Empfehlungen? Ja. Ich habe wieder welche aus der Drogerie für euch und einen aus dem High-End-Bereich. Wie gesagt, ich sehe immer teure Produkte als Investition. Selbst ein Concealer braucht ihr nicht jede Woche neu, wenn ihr nicht euch ein fettes Dreieck drunter malt. Was ihr, wie gesagt, nicht braucht. Genauso wie mit Foundation. Ihr braucht nicht euer ganzes Gesicht voll zu klatschen mit eurer Foundation. Jeden Monat eine neue Foundation kaufen, wenn ihr sie gescheit auftragt. Das zieht sich über alle Produkte, über Augenbrauenprodukte, über Puderprodukte, über Paletten, über Lippenstifte, über alles. Mein Tipp ist, es ist immer einfach ein bisschen mehr zu investieren, dafür gute Qualität zu haben, wo ihr auch lange was davor habt, wo das Produkt euch auch wirklich viel gibt, statt so Produkte, wo ihr wirklich Schichten aufbauen müsst, weil sie halt keine Intensivität hergeben oder halt nicht das machen, was sie eigentlich versprechen. Jetzt aber nochmal zu den Produkten. Mir fällt gerade auf, ich bin, glaube ich, übel der Maybelline-Suchti. Ich feiere echt sehr, sehr viele Produkte von Maybelline. Ich habe einmal hier die zwei Fit Me Concealers. Die waren schon in aller Munde, ganz viele haben das gehypt und ich hätte mir echt lange nicht gekauft, aber jetzt
bin ich sehr, sehr happy mit denen. Die sind sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit denen und würde, ja, ich würde sagen, die Deckkraft ist ein bisschen intensiver bei die, wie bei den anderen. Die sind nämlich auch von Maybelline. Das ist dieser Instant Anti-Age Löscher. Den habe ich einmal hier so ein bisschen rosa. Falls ich mal dunklere Augenschatten habe, dann habe ich hier das Color Correcting sozusagen direkt mit dabei. Und einmal noch in einer Art Hautfarbe. Die finde ich halt nicht so hygienisch wegen dieser Ding da oben, diesen Applikator. Aber grundsätzlich, beide sind für mich mittlerweile die besten aus der Drogerie, die ich kenne. Und welchen ich jetzt verwende, ist der von NARS. NARS, keine Ahnung, wie die Leute das aussprechen. Und ich zeige euch und beweise euch, dass ihr wirklich nicht viel von diesem Produkt braucht. Ich packe mir hier innen einen Punkt rein und hier außen. Oder hier so. Ein Stück weiter drüben. Das war's. Das ist alles, was ich für mein Auge brauche. Zu einem NARS Concealer muss ich sagen, wieso das mein Liebling ist. Der deckt brutal und ist sehr, sehr leicht. Ich weiß nicht, wie die Leute das gemacht haben, die wohl den produziert haben, aber der deckt sau stark. Also gerade habe ich für meine Verhältnisse starke Augenringe, die würde ich mit den anderen nicht ganz wegbekommen. Aber mit denen, ihr werdet sehen, die sind wie ausgestorben. Durch Klopfbewegungen, so wie ich auch meine Eye Cream eingearbeitet habe, tue ich mit dem Pinsel auch hier meinen Concealer einarbeiten. Tada! And that's it. Damit verrutscht euch der Concealer nicht. Ihr bekommt ihn nicht in euren Augenfältchen oder so, weil ihr halt keine 10 Kilo drauf habt, wenn ihr ihn gut damit eingearbeitet habt und ihr habt alles abgedeckt. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ich habe keinen, der irgendwie dazu gleichgestellt ist. Viele sagen, dieser Fit Me von Maybelline, der ist fast genauso gut, aber meiner Meinung nach nicht. Aber jeder das seine. Ich finde den wirklich sehr, sehr gut und ich kann den euch nur empfehlen. Wenn jetzt jemand von euch fragt, was mache ich mit Pickel? Ich kann euch gerade nicht viel zeigen, weil ihr wisst, meine Haut ist in den letzten paar Jahren viel, viel besser geworden. Ich hatte früher damit sehr zum Kämpfen. Aber was ich immer empfehlen kann, versucht eure Pickel so viel Zeit, wie es nur gibt, zu geben. Viele von den Pickeln kommen in der Pubertät. Natürlich Akne ist nochmal ein anderes, ein größeres und schwierigeres Thema. Da sollte man auch unbedingt einen Arzt aufsuchen und sich da vielleicht Hilfe suchen. Macht lieber nicht zu viel drauf, vor allem bei anderen Einheiten. Das macht sich besser. Ich weiß, es ist nicht cool, damit rauszugehen und manchmal will man einfach was drüber machen, um sich besser zu fühlen, weil man sich teilweise damit nicht wohlfühlt. Und ich weiß, es ist auch leicht zu sagen aus meiner Position gerade, wo alles gut ist, dass man das weglassen soll. Aber es ist wirklich das Beste langfristig für die Haut, dass man nicht so viel drauf klatscht. Und falls du es doch machen willst, dann denk einfach dran, regelmäßig dich abzuschminken und dein Gesicht halt zu pflegen und vor allem dort die richtigen Produkte zu verwenden und es nicht ständig zu ändern. Also eine Routine zu haben. Falls du jetzt aber irgendwelche Rötungen hast und doch was abschminken willst, benutze ich den Concealer, benutze ich meine Foundation, wie mache ich das am besten? Falls es eine wirkliche Unebenheit ist, eine sehr, sehr starke, dann benutze ich sogar einen Primer, um das Ganze so ein bisschen spachtelmassenmäßig ein bisschen aufzufüllen, ein bisschen an der Stelle und mache drüber, wenn es wirklich sehr, sehr stark ist, einen Camouflage-Concealer. Ich habe gerade gar keinen da, weil ich das derzeit wirklich nicht brauche. Das ist wirklich ein Concealer, der sehr, sehr dickflüssig ist. Der ist meistens auch in der Verpackung, wo man den so rauskratzen kann. Und den könnt ihr punktuell anwenden und so ein bisschen draufklopfen, einklopfen. Ich würde es immer mit dem Finger machen. Nicht unbedingt mit einem Make-up-Schwämmchen oder einem Pinsel. Mit einem Make-up-Schwämmchen allgemein nimmt es euch mehr Produkt raus, wieder wie ihr eigentlich drauf gemacht habt. Und ihr müsst einfach immer mehr drauf schaufeln. Also macht es am besten so mit dem Finger so ein bisschen einklopfen, da wo die Stelle halt ist. Falls es aber nur ganz leicht eine Rötung oder so ist, benutzt einfach euren Concealer. Das würde ich dann auch an dieser Stelle hier machen, wo ich jetzt schon mein Foundation drauf habe und mein Concealer unter dem Auge. Jetzt kommen wir, wenn wir keine weiteren Cremeprodukte verwenden, zu dem Part, wo wir eigentlich abpudern. Aber ich verwende noch ein Cremeprodukt und zwar diesen schönen hier. Und zwar ist es ein Blush. Ein Blush lässt dich frischer aussehen. Manchmal will man diesen matten, eiskalten Look, dann lässt man das halt weg. Aber ich finde, ein Blush macht was richtig schön, ach, süßes, freundliches. Ich mag es einfach. Den Blush trägt man dann, ich liebe es, wie hoch das hier ist. Wird verteilen, mal ganz kurz, okay. Da an eure Wange auf, wo jemand lächelt und ihr verteilt es nach oben. Bei diesem Cremeprodukt, der ist so hoch pigmentiert, dass ihr habt es gerade gesehen. Also ich habe da wirklich ganz, ganz wenig hier dran und da verhält sich trotzdem so. Mit kreisenden Bewegungen arbeite ich ihn wieder so nach oben ein. Von meiner Wange aus nicht zu weit nach vorne, sonst sieht es echt komisch aus. Und hier auf der Stelle mache ich das Gleiche. Aber ich finde, die vertragen es halt einfach besser mit der Haut, sodass es ein bisschen besseren Übergang gibt. Also das verschmelzt sozusagen ineinander. So wie ihr das jetzt hier seht, das sind so ein paar Apfelböckchen, ganz dezent. Ihr könnt dazu natürlich aber auch ein Puderprodukt nehmen. Zum Abpudern, ob ihr jetzt Babypuder verwendet oder ein normales Puder, ist komplett euch überlassen. Tatsächlich habe ich gerade gar kein richtiges Puder und ich muss mir auf jeden Fall auch neues kaufen. Und ich weiß auch nicht welches, ich habe mir noch nicht so reingefuchst, was es so für gute gibt. Deswegen möchte ich euch auch keine krasse Empfehlung aussprechen. Möchte euch nur sagen, ich mag Babypuder und ich finde es auch echt cool, das manchmal aufzutragen. Aber wenn ihr mit Blitz fotografiert werdet, wenn es dunkel ist,
Leute, es fällt auf. Man sieht dieses Babypuder, weil es halt, ich kann wirklich halt nicht sprechen, weil es halt so weiß reflektiert. Besser gesagt, es hat keine Reflektierung, genau deswegen sieht man es. Ich benutze derzeit einfach das Puder von der Shineglow-Palette von Shein, um mein Gesicht abzupudern. Dafür nehme ich einfach so einen so einen großen Pinsel. Das ist auch matt. Man kann natürlich auch ganz normales Puder nehmen, kein mattes, aber da mag ich das matte. Aber falls ihr wieder total trockene Haut habt, dann nehmt auf jeden Fall kein mattes. Das Abpudern ist sehr wichtig für alles, was danach kommt, was mit Puderprodukten zu tun hat. Also vor allem das Contouring oder wenn ihr den Blush mit Puderprodukten gemacht, auch das Blush. Also alles, was jetzt kommt, funktioniert nur gut und könnt ihr gut verblenden und einarbeiten, wenn jetzt wirklich alles nicht mehr klebt wegen der Foundation, sondern wenn alles auf Puderbasis ist. In der Palette, wo ich euch gerade gezeigt habe, ist auch schon ein sehr schöner, kühler Contouring-Ton, aber ich benutze gerne den von der Anastasia Beverly Hills Palette. Das ist derzeit mein Liebling, was für einen Pinsel ich dazu verwende. Ich habe hier zwei verschiedene. Den habe ich eine ganz lange Zeit gerne benutzt. Also allgemein benutze ich, wie ihr so seht, diese abgeschrägten hier. Der ist etwas dünner wie der. Den habe ich anfangs benutzt, aber ich mag jetzt dieses dickere mehr. Der ist Kunsthaar, aber fühlt sich sehr an wie Echthaar. Also nimmt auch das Produkt sehr, sehr gut auf. Dann dippe ich mit der Seite hier in mein Produkt rein. Klopfe es kurz einmal ab. Und hier sehe ich jetzt gleich die Pigmentierung. Oh, falsche Seite. So. Wenn ihr noch nicht so oft euch konturiert habt und noch nicht ganz so den Dreh für euch persönlich raus habt, dann fangt erstmal mit Produkten an, die noch nicht so stark pigmentiert sind. Und achtet wirklich darauf, dass euer Gesicht gut abgepudert ist. Zum Beispiel das aus der Shineglow Dings Palette. Das Contouring ist schon sehr gut von der Farbe, aber ist wirklich nicht so... Oh, jetzt habe ich es mit der falschen Seite gemacht. Ist wirklich nicht so gut pigmentiert, also das könnte ich für den Anfang auf jeden Fall sehr, sehr gut empfehlen, vor allem auch, wenn man sich ausprobiert. Ich setze das Ganze hier so im oberen Teil vom Ohr an und ziehe es einfach nach vorne, ungefähr bis hier hin. Und wenn ihr das nur so, diese Bewegung macht, dann habt ihr die Verblendung schon, dass es nach vorne immer weniger wird und hier an den Seiten. Das könnt ihr die ganze Zeit so machen, könnt am Schluss nur so ein bisschen drüber verblenden. Je nachdem, wie ihr es wollt, macht ihr es ein bisschen dicker. Wichtig ist nur, dass wenn ihr hier nach hinten geht, auch ein bisschen ans Ohr pudert. Vor allem, wenn ihr ein starkes Contouring macht, sonst ist euer Ohr hier komplett weiß und hier fängt plötzlich so eine braune Linie an. Das ist ungefähr bei jedem Gesicht das Gleiche. Vom Prinzip sieht man das ja auch, wenn man diesen macht, aber nur bis hierher circa. Und dann gehe ich immer hier noch ein bisschen hoch und verteile das hier nach oben. Nicht diese typische Halbmondschminken. Ich möchte einfach, dass hier eine Verbindung da ist. Ich mache das mal kurz auf beiden Seiten. Mir fällt gerade auf, ich habe meine Öhrchen vergessen. Deswegen kommen meine Haare die ganze Zeit ins Gesicht. Und wenn ihr jetzt da angekommen seid, tut ihr je nach Gesichtsform euer Gesicht konturieren. Ich habe zum Beispiel ein eckiges Gesicht, wie ihr das bei eurem Gesicht habt, wie ihr euer Gesicht erkennen könnt. Und vieles mehr findet ihr, wie gesagt, in meinem Buch. First link in the description. Aber ich zu meinem Teil tue jetzt von diesem, da wo es nach hinten geht, da wo ich kaum Haare habe, ein bisschen so nach unten. So ein bisschen dreieckmäßig nach vorne. Aber nicht einfach im Kreis einmal so eine Linie drum ziehen. Das sieht nämlich nach Make-up-Rand aus, aber nicht nach Contouring. Das Ganze verblendet ihr aber noch gut mit dem Ganzen. Also ich mache trotzdem hier so ein bisschen zum Verblenden. Und tada, es fällt kaum auf. Mit dem Rest, was an meinem Pinsel ist, konturiere ich jetzt noch einmal hier mein Kinn. Ganz leicht, um noch ein bisschen den Schwung reinzubekommen. Man kann hier unten auch konturieren. Ich persönlich mache das nicht. Ich konturiere auch nicht die Nase, weil vielleicht sieht es gut aus, wenn ich so gerade vor eurer Kamera sitze. Aber wenn ihr mich von der Seite seht und ihr seht hier immer eine Linie von meinem Contouring, dann macht das Ganze keinen Sinn mehr. Das versteht man auch erst, wenn man sich genauer auf Bildern da betrachtet. So vielleicht schnell im Alltag fällt es nicht auf. Ich persönlich finde es nicht so schön. Also wenn man da wirklich mit einer Linie arbeitet, wenn ich meine Nase konturiere, dann mache ich das so. Ich gehe mein Produkt, klopfe es ab, damit ich ja nicht zu viel Produkt habe. Tue ganz leicht hier an der Seite einfach ein bisschen rein, damit ich hier ein bisschen dunkler bin. Und mache das hier an der Seite auch ganz leicht. Und habe damit auch den Effekt von einer optisch bisschen kleineren Nase erzeugt. Aber so krasse Effekte ist typisches Instagram-Make-up, wo halt in Real Life nicht unbedingt vorteilhaft aussieht. Und auch nicht wirklich natürlich ist. Highlighten mache ich persönlich immer ganz zum Schluss, also abwarten. Sonst gleich einfach voll ganz auf meine Augen konzentrieren können und nicht mehr abgelenkt sind von meinen Augenbrauen, die hier eskalaten, machen wir jetzt als erstes meine Augenbrauen. Ich liebe die Eyebrow Pomade von Anastasia Beverly Hills. Aber das wisst ihr ja bereits schon von mir. Ich benutze da den Farbton Caramel. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu hell, aber ich mag das nicht, wenn es noch dunkler ist, weil ich ja blond bin und meine Augenbrauen halt sehr, sehr dunkel sind. Als Pinsel benutze ich da so einen abgeschrägten. Der ist auch von Inglot. Das ist auch ein Synthetikpinsel, weil wir arbeiten ja wieder mit einem flüssigen Produkt. Und der ist sehr, sehr schön und abgeschrägt.
geschickt, sodass ich perfekt und sehr präzise arbeiten kann. Ich kann es euch auch immer wieder nur euch raten, so eine Promenade, vor allem die von Anastasia Beverly Hills. I love it, ich habe die seit 5 Jahren. Sie ist immer noch nicht leer. Ich benutze sie beinahe täglich. Sie ist auf jeden Fall ihren Preis wert, ist auf jeden Fall 1000-mal besser, wie wenn ihr euch jedes Mal so einen neuen Augenbrauenstift kauft, der nach einem Monat leer ist, wo ihr dann direkt Plastik tappt, das wegschmeißt, einen neuen holt. Also so eine Verschwendung muss nicht sein. Man kann sich auch sowas holen, was wirklich lange Zeit hält. Das lohnt sich preislich mehr und ist auch besser für die Umwelt. Als erstes borste ich kurz einmal meine Augenbrauen durch, weil die sind derzeit allgemein einfach nur ein Schreckensfall. Und dann fange ich an. Und zwar fange ich immer hinten an und mache als erstes das hintere Stückchen, bevor ich das vordere mache, wenn ich halt noch das meiste Produkt habe und die beste Intensivität. So, jetzt haben wir das hintere Stück, jetzt gehen wir nach vorne. Hier unten mache ich eine Art Linie, um dem Abschluss meiner Augenbrauen klar zu werden, nach unten und verteile so ein bisschen nach oben. Tada! Weiter geht's auf der anderen Seite. Und wieder von unten. Und ein bisschen nach oben. Zuletzt gehe ich nochmal mit einem Augenbrauenbürstchen durch, um das Produkt gut zu verteilen. Und zum Fixieren benutze ich derzeit eine Seife und ein Fixing Spray. Es ist wirklich total egal welches. Mit dem Fixing Spray mache ich die Seife nass, dann gehe ich mit meinem Bürstchen drüber und fixiere dann meine Augenbrauen. Falls das zu stark ist für euren Geschmack und ihr so starke, kantige Augenbrauen nicht mögt, ich mag das total gerne, wenn die so stark ausgefüllt sind, dann rate ich euch ein Augenbrauenpuder oder auch wenn ihr vielleicht ganz am Anfang steht und noch nicht ganz wisst, wie ihr es ausfüllen sollt, was für eine Form, dann nehmt vielleicht erstmal nur ein Augenbrauenpuder und füllt wirklich nur aus, wirklich da, wo eure Augenbrauen sind, einfach ein bisschen Produkt hin. Weiter geht's mit den Augen. Und ich sage es immer und immer wieder, benutzt eine Eyeshadow Base, wenn ihr wirklich was mit Farbe machen wollt, mit Lidschatten, der wirklich halten soll und nicht verrutschen soll. Dadurch bekommt ihr übrigens auch eine bessere Intensivität, eine bessere Haltbarkeit und könnt es besser verblenden. Meine Eyeshadow Base ist von Art Deco. Dazu benutze ich den gleichen Pinsel wie für meinen Concealer und gebe die Eyeshadow Base auf mein komplettes Augenlid. Also vorne bis hin zum Wimpernkranz, bis ganz oben hin zu Augenbrauen, überall wo Lidschatten hinkommt. Ihr müsst aber auch aufpassen, dass ihr nicht zu viel drauf macht, aber das bekommt ihr ganz schnell mit. Eyeshadow Bases gibt es übrigens in weiß, in Hautfarben, in so einem Camouflage, also so wie halt dein Concealer auch ist. Oder so wie ich es habe, ganz basic durchsichtig, so leicht glitzernd. Und immer wenn ihr euren Concealer auf euer Auge macht, benutze das statt einer Eye Base, weil ihr wollt eigentlich, dass man diese Äderchen nicht mehr sieht oder dass es einfach alles einheitlich aussieht. Aber wie gesagt, der Concealer ist dafür nicht gemacht, der ist viel zu schwer dafür, für auf das Auge. Deswegen guckt eher, dass ihr eine normale Eye Base dafür verwendet. Ich benutze heute nur eine Palette, die ich euch fast immer überall zeige, die ich wirklich euch nur empfehlen kann, weil ich sie wirklich täglich benutze. Vor allem für Anfänger sehr, sehr gut. Also wenn ihr nicht genau wisst, was ihr mit eurem Geld kaufen sollt, was sich rendiert, finde ich die sehr, sehr gut. Vom Farbverhältnis, wenn man viel damit machen kann, Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich auch, aber auch für Fortgeschrittene ist das einfach the shit. Das ist meine geliebte Revolution-Palette. Mit dieser Make-up-Palette haben wir übrigens auch ganz viele Looks aus meinem Buch geschminkt. Also es lohnt sich, die zu kaufen. Es ist wirklich keine Werbung. Ich habe die auch nicht gesponsert bekommen, sondern eine Zuschauerin hat die mir tatsächlich zum Fantreffen in Stuttgart damals geschenkt. Das ist echt schon lange her, aber ich liebe diese Palette. Also nochmal an die Zuschauerin, falls du gerade zuschaust. I love it. Vielen, vielen Dank nochmal. Du hast mein Leben verändert. Und durch die Eyeshadow Base habe ich jetzt so ein bisschen klebriges Auge, also eher so ein flüssige Base. Deswegen muss ich das Ganze jetzt für Puder bereit machen. Deswegen benutze ich hier die hellste und matteste Farbe, die sie da haben. Ein Fluffy Pinsel. Und da jetzt nicht mehr so einen typischen Synthetik-Haarpinsel wie jetzt beim Concealer oder so, sondern eher so ein, der halt für pudrige Produkte geeignet ist und klopfe das Produkt ein überall, wo meine Eyeshadow Base war. Das hilft euch dabei, dass ihr gleich alle Puderprodukte viel besser verblenden könnt, weil ihr jetzt auf einer Puderbasis seid, statt auf einer klebrigen, ich sag jetzt mal flüssigen Basis. Und das Puder haftet natürlich auch perfekt am Auge, weil es jetzt auch noch so flüssig ist und jetzt durch das Puder dieses Flüssige aufsaugt. Und dadurch erzeugt ihr nochmal den Effekt, den ihr auch normal mit einem Concealer bekommt. Falls ihr aber jetzt mit sehr, sehr knalligen Tönen arbeitet und ihr jetzt sagt, ich brauche wirklich die maximale Intensivität, kann man es natürlich auch probieren,
ohne dass man es davor abpudert, zu arbeiten. Aber das Verblenden wird viel, viel schwieriger. Was geht hier oben eigentlich mit meinen Augenbrauen? Seht ihr das? Die eskalieren. Bevor wir jetzt groß anfangen mit unserem Make-up, möchte ich euch ein paar richtig coole Pinsel vorstellen, die ich finde, die jeder ungefähr braucht. Das sind einmal Blenderpinsel. Ich habe super viele davon, noch viel mehr. Die ich mir hier bereitgestellt habe, die zwei roten sind von Zoeva, die anderen zwei sind von Inglot. Da ist auch mal ein Blenderpinsel, der etwas abgeflachter ist, damit man besser in die Lidfalte kommt. Blenderpinsel for life, große, kleine, mittel, alles drinnen. Kann man immer gebrauchen, kann sehr, sehr viel retten, wenn man mehrere hat als nur eins. Dann kommen wir zu diesen Fluffy-Pinseln, den ich auch gerade benutzt habe. Da kann man perfekt großflächig irgendeine Farbe auftragen an Lidschatten und sehr gut eindrücken. Benutze ich nicht so oft, außer wenn ich halt gerade noch Glitzer oder so zum Draufmachen habe, aber davon habe ich nicht so viele. Und dann gibt es noch so kleine hier. Die sind jetzt wirklich von allen möglichen Marken, von Evelyn, von BH, von Murphy und von Inglot. Also von fast jeder Firma, wo ich was habe, ist da was dabei. Die kleinen sind halt super. Ich liebe da auch den von Inglot, dass man alles könne. Um etwas intensiver zu machen, zum Beispiel jetzt auch die Lidfalte, um da nochmal speziell Produkt aufzutragen in der Lidfalte zum Beispiel und das Produkt intensiver zu machen, also die Farbe stärker zu machen und halt ganz präzise zu arbeiten. Kann man immer sehr gut gebrauchen. Ist auch super, wenn man zum Beispiel die Cut Crease machen möchte. Da benutze ich auch zum Beispiel sehr gerne den hier von BH und die Kante so ein bisschen ausarbeiten will mit dem Concealer oder sonst was. Ich zeige euch heute eine ganz basic Cut Crease, weil einfach eine Cut Crease ist das, was gerade die meisten Leute feiern. Natürlich auch in Kombination mit einem Eyeliner und ansonsten alles ein bisschen in Brauntönen, also ganz basic. Es gibt zwei Arten, wie wir die Cut Crease starten können. Entweder wir wollen eine sehr, sehr intensive Cut Crease, dann würde ich mit einem kleinen Pinsel starten und erstmal die Farbe auftragen und mit einem Blenderpinsel verblenden. Wenn ich aber jetzt sage, boah, die muss jetzt eh nicht so intensiv sein, ich brauche die Farbe nicht so stark, dann starte ich nicht mit so einem schönen, fein zusammengefassten Pinsel, sondern eher mit so einem fluffigen. Ne? Da bleibt nämlich nicht so viel Produkt hängen. Also doch schon, aber man kann es nicht so stark intensiv aufbauen. Also es wird nicht direkt so intensiv. Ich weiß nicht, wie ich es gerade erklären kann. Wir benutzen jetzt einfach mal hier unsere Palette und ich zeige euch das Ganze hier mit meinen Lieblingstönen. Also wir fangen einfach mit dem Äußeren hier an, der Blenderpinsel-Methode, weil ich das halt super finde für Anfänger. Also allgemein mit dem Blenderpinsel, nur mit dem Blenderpinsel zu arbeiten, ist so sicher, wenn man dann kaum was falsch machen kann. Weil der ist wirklich so leicht, dass man da wirklich starke Farben hinbekommt mit einem Blenderpinsel. Also dass ihr immer da das Produkt habt und drauf tragt, das ist fast unmöglich. Also Blenderpinsel ist eigentlich nur dafür zuständig, wenn ihr die Farben schon aufgetragen habt, damit ihr die damit verblendet, um die Übergänge zu machen. Und wenn ihr dort direkt Produkt drauf habt, dann wird es sehr, sehr schön leicht. Das bedeutet, wenn ich mit dem Produkt jetzt hier ansetze, seht ihr, ja, schon, ich habe schon die Farbe da, aber es ist jetzt nicht so stark. Aber mir persönlich reicht es für das, was ich mir gedacht habe. Und ihr seht, ich kann es super easy hier. Da, wo so eine Beule drin ist, da kann man auch einfach sein Auge zumachen. Dann seht ihr, sieht jetzt komisch aus, aber da ist es drin. Und einfach in dieser Rille, in dieser Lidfalte verblenden und einfach nach oben. Hier innen nicht so weit nach oben, das kann ganz schnell passieren. Eher hier außen, weil da habt ihr mehr Platz. Ihr könnt einmal diesen katzigen Look machen, den nach hinten schminken oder nach oben. Eher diesen rundlichen, müsst ihr euch selber entscheiden. Ich mache gerne diesen rundlichen, weil ich das bei meinem Auge ganz passend finde. Und wenn ihr mit einem Blenderpinsel schon so eine starke Farbe hinbekommt, dann wisst ihr, die Farbe hat es wirklich drauf. Also da ist wirklich Intensivität drin. Das werdet ihr aber auch gleich sehen, weil ich zeige euch nochmal genauer, wie stark das ist. Ich zeige euch auf der anderen Seite einen anderen Fall. Ich gehe mit einem kleinen Pinsel in mein Produkt, trage das Produkt in meiner Lidfalte auf, nehme einen sauberen Blenderpinsel und verblende das Ganze. Wenn ihr mit mehreren Farben arbeitet, ist das auf jeden Fall die beste Lösung. Aber wenn ihr mit einer Farbe arbeitet, finde ich das viel einfacher, schneller und besser. Ihr seht, das Produkt dauert Ewigkeiten, sich nach oben zu verblenden, weil ihr halt eine hohe Intensivität hier habt. Seht ihr den Unterschied? Aber ich mag das persönlich, also wenn ich wie gesagt mit einer Farbe arbeite und auch der Leichtigkeit zugute, mache ich das lieber direkt auf meinem Blenderpinsel und arbeite es hier ganz geschwind ein. Guckt auch immer, dass ihr nicht von oben rein arbeitet, sonst macht ihr eure Cut Crease nur schlimmer. Ihr müsst es ja eh wegmachen. Aber wenn ihr von unten arbeitet, tut ihr das Produkt eher nach oben verblenden. Und das Ganze immer in Kreisbewegungen. Da gibt es keine richtige Seite, aber halt so, wie ihr euch wohlfühlt.
so dass es richtig schöne Übergänge gibt. Den unteren Teil, den wir aufgetragen haben mit dem extra Pinsel, haben wir jetzt direkt mit verblendet. Den Effekt, wo wir mit dem kleineren Pinsel jetzt gerade hier erzeugen wollten, aber natürlich nicht zu Ende geführt haben, zeige ich euch jetzt, wie er am Ende aussehen würde, hätten wir das weiter so aufgebaut, was wir jetzt aber auch im Nachhinein mit der anderen Technik machen können. Bisschen kompliziert gerade, aber wer am Start ist, der versteht, was ich meine. Und zwar machen wir das Prinzip gleich. Und zwar tragen wir jetzt die Farbe hier einfach auf in unserem Augenwinkel, genau, in unserer Lidfalte. Ihr seht, es ist sehr, sehr intensiv. Wir nehmen unseren Blenderpinsel und verblenden es nach oben. Und ich weiß nicht, ob nur ich das jetzt sehe oder ob es für die Kamera auch sichtbar ist. Hier ist es auf jeden Fall jetzt intensiver nach unten als hier. Ihr könnt es natürlich auch mit einem kleineren Blenderpinsel machen. Der ist schon ziemlich groß, aber umso größer, umso weitflächiger oder großflächiger verblendet er. Und bei dem Make-up finde ich, ist es total legitim, wenn man noch ein bisschen weiter verblendet. Wenn ihr in einer Farbfamilie arbeitet, also jetzt nur mit Brauntönen, ist das alles super easy. Aber wenn ihr mit mehreren Farben anfangt, dann braucht ihr wirklich viele Pinsel, um perfekte Überblendungen zu haben. Umso mehr Pinsel, umso einfacher geht es. So sieht das Ganze dann aus. Das könnt ihr in allen möglichen Farbkombinationen machen. Und jetzt kommen wir zu der geheimnisvollen Cut Crease. Ich mache meine Cut Crease meist anders, wie ich es bei vielen gesehen habe auf Instagram und so. Und ich persönlich mag das so viel mehr. Viele machen hier so ihre Cut Crease, dass sie hier Concealer ansetzen, die machen ihr Auge auf und dann sehen sie, wo das endet und da verblenden die das Ganze. Was gesagt, tragen sie den Concealer auf. Ich mache meine Cut Crease wirklich nur auf meinem beweglichen Lid und mache sie nicht so weit nach oben, weil ich das halt einfach nicht so mag. Dazu verwende ich ein Abschminkprodukt hier, ein speziellen Reinigungswasser und ein Q-Tip. Ihr könnt das Ganze auch nur mit Concealer machen, aber ich finde es halt sauberer, wenn man es wirklich an der Stelle abschminkt. Vor allem, wenn ihr halt stärkere Lidschatten habt, kommt ihr wirklich weiter, wenn ihr es abschminkt, wie wenn ihr da Concealer drauf klatscht. Weil wie gesagt, es wird immer, immer schwerer. Ich mache das jetzt einfach mal und sage danach noch was dazu. Oh, ich muss es hier unten machen, sorry. Seht ihr es? Ja. Nach außen hin muss ich es nicht ganz sorgfältig wegmachen, weil ich mache da nochmal braun hin, sogar wenn es dunkler ist, aber hier von innen auf jeden Fall. Den Unterschied einmal. Es war jetzt kein starker Lidschatten oder so, deswegen ist auch noch ein bisschen was weg. Wie gesagt, bei denen hätte man es easy mit Concealer machen können, aber ich möchte das eigentlich vermeiden, weil wie gesagt, Concealer ist sehr, sehr schwer und muss man nicht unbedingt auf dem Auge haben. Ich habe das wirklich nur darüber gezogen, wo mein Auge sich so bewegen kann, also auf meinem beweglichen Augenlid. Und da, dass wir nur ganz hinten, also hier am Ende Produkt hatten, weil wir nichts gerade auf dem Lid speziell aufgetragen hatten, musste ich auch nur dort das Produkt entfernen. Das Ganze machen wir noch auf der anderen Seite. Und das war's schon. Wenn ihr das unbedingt mit dem Concealer machen wollt, dann könnt ihr jetzt an den Stellen den Concealer auftragen oder ihr macht halt nochmal die Eyeshadow Base drauf, bevor ihr jetzt mit euren Pigmenten oder was auch immer weitermacht. Ich zu meinem Teil benutze nochmal diese Eyeshadow Base, trage die anstatt meinen Concealer auf. Hier seht ihr das ganz genau. Nach außen, wie gesagt, kommt eh eine andere Farbe, da ist es nicht so wichtig. Deswegen haben wir da auch kaum was weggemacht. Aber hier innen auf jeden Fall. Jetzt gehe ich mit einem dieser Fluffy-Pinsel dran. Wir haben das jetzt Ganze nicht abgepudert. Das machen wir jetzt auch nicht, weil wir wollen ja auch, dass unsere Glitzer- oder Schimmerpartikel oder Pigmente sehr gut heben. Deswegen suche ich mir direkt eine Schimmer- oder Glitzerpartikel aus. Ich entscheide mich hier für diesen schönen Ton. Droppe meinen Pinsel ein bisschen rein. Schüttel ihn ab, damit hier mir nichts runterbröselt. Und drücke das Ganze an mein Lid an, also auf mein bewegliches Lid. Dadurch, dass wir ja jetzt die Eyeshadow-Base drunter haben, hebt es echt perfekt. Und drückt das Produkt auch immer echt gut ans Auge ran, damit nichts runterfällt. Weiter geht's. Und da könnt ihr jetzt entweder wieder mit eurem Blenderpinsel arbeiten, falls ihr es leichter wollt. Oder halt auch mit so einem Fluffy Brush. Und zwar nehme ich meine dunkelste Farbe, die ich hier habe, die braun. Und trage die hier auf den äußeren Winkel auf. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal verblenden. Und machen die so leicht rein. Tada! Und verblende das auch noch hier als Übergang zu dem Schimmer. Und ein bisschen nach oben und so. Dass es ungefähr so aussieht. Das gleiche auf der anderen Seite. Erstmal für die Intensivität sorgen. So sieht es dann aus. Es wurde jetzt doch ein bisschen stärker, weil ich das so dunkel gemacht hatte. Ich hatte die Farbe nicht so dunkel in Erinnerung. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wenn wir das Ganze gut verblendet haben, mache ich noch unten an meinen Wimpernkranz etwas. Ich finde es immer, das ist ein schöner Abschluss sozusagen. Ich benutze dazu auch wieder den dunkelsten Ton. Etwa ein Pinsel, der vorne etwas dünner ist. Da gibt es spezielle Pinsel, aber ihr könnt es auch mit dem machen, um nicht noch mehr putzen zu müssen am Ende. Und tue es hier unten direkt an meinem Wimpernkranz nach vorne hin ein bisschen auftragen. Ihr könnt es dann entweder so mit eurem Finger zu verreiben, das mag ich persönlich sehr, sehr gerne, oder halt mit dem Pinsel, aber ich mag das Gefühl von dem Pinsel da unten irgendwie gar nicht. Tada!
Ich liebe diesen Eyeliner, den habe ich mir jetzt gerade erst nachgekauft. Der ist aus der Drogerie. Ich habe noch einen von Banana Beauty, den finde ich super. Bislang habe ich sonst keine anderen getestet, mit denen ich sehr zufrieden bin. Ich mag diese Filz-Eyeliner auch am besten oder am meisten, weil man die halt perfekt so dran tupfen kann und schon fast den perfekten Wing hat. Wir machen jetzt nicht nur einen Eyeliner, sondern halt direkt mit dem Wing. Grundsätzlich, was man vielleicht zu einem Eyeliner wissen sollte, er sollte innen dünner sein wie außen. Muss man auch nicht bis ganz nach unten machen, je nachdem, aber sollte halt auf jeden Fall ein guter Übergang sein, so nah wie es nur geht am Wimpernkranz. Falls man das Ganze noch verdichten möchte, kann man natürlich von unten noch mit einem Kajal arbeiten. Ein Eyeliner tut man grundsätzlich nicht verschmieren, aber ein Kajal, also so ein Stift, den man aufdrehen kann, den kann man schön verteilen und verblenden, damit es so ein bisschen mehr smoky, rauchig-artig aussieht. Falls ihr mehr zu Produkten wissen wollt, allgemein nochmal, erinnere ich euch nochmal dran, unten in der Infobox ist das Video verlinkt, wo ich euch meine ganzen Produkte, meine Make-up-Beauty-Produkte vorgestellt habe. Mein Eyeliner ist jetzt wasserdicht. Ich finde es immer einfach super praktisch, vor allem im Regen draußen sieht ein Eyeliner ganz schön blöd aus, wenn der verschmiert. Der ist wirklich sehr schwarz. Es gibt auch ein paar, die sind so gräulich, die finde ich gar nicht schön. Der hat wirklich eine super Intensivität. Ich liebe den. Hab bis jetzt wirklich keinen besseren aus der Drogerie gehabt. Falls ihr mir einen empfehlen könnt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Zum Wing. Man kann den Wing flach machen, man kann den Wing hoch machen. Es gibt alle möglichen Arten. Man kann ihn super lang machen. Das Wichtigste beim Wing ist, der Wing muss immer nach oben. Natürlich gibt es eine Standardtechnik, wie man den Wing aufträgt, wie es so vorgegeben ist. Dazu gibt es auch nochmal mehr Infos in meinem Buch. Also wie gesagt, schaut es euch gerne an. Ich mache meinen Wing eher nicht so krass nach oben, sondern ein bisschen flacher gerne. Durch die Mitte eurer Lippe, durch das Mittenherz, Lippenherz und die Nase könnt ihr einmal einen richtig schönen Wing schaffen, der schön nach oben geht. Das habt ihr gerade gar nicht so gescheit sehen können. So sieht man es auch nicht richtig. Der wäre aber auch sehr schön nach oben. Wie gesagt, ich versuche es ein bisschen flacher, deswegen setze ich den höher an wie die Nase. Und verlängere eigentlich nur die Linie von meinem unteren Wimpernkranz und mache das wirklich so nach Gefühl zu verlängern der unteren Wasserlinie. Und dann nehme ich die Spitze von meinem Eyeliner und verbinde ihn nur noch hier nach unten. Und je nachdem, wie breit ich ihn will, setze ich weiter oben an oder weiter unten. Umso weiter nach unten, umso dünner wird er hier hinten halt und schmaler wird er, umso weiter oben, umso dicker. Ich persönlich mache immer als erstes den Wing und dann den Eyeliner. Der Eyeliner ist ja nur das über dem Auge. Und verblende den jetzt auch noch hier vorne ganz leicht, damit wir hier mit der Wimper gut abschließen. Das Ganze mache ich jetzt noch einmal auf der anderen Seite. So, der ist jetzt wirklich sehr schön gleichmäßig. Er gefällt mir sehr, sehr gut. Er ist sehr schön lang, aber ich finde, es passt perfekt zu dem Make-up. Ausnahmsweise mache ich heute keine Wimpern drauf, aber ganz kurz mein Tipp zu den Wimpern. Guckt immer, dass ihr die davor zuschneidet. Und je nachdem, wie ihr den Effekt der Wimpern wollt, schneidet ihr sie innen oder außen zu. Aber beide Wimpern sollten auf der gleichen Seite zugeschnitten werden. Also entweder außen oder innen. Setzt es davor in euer Auge an und guckt, je nachdem, wie groß es ist. Und schaut auch, dass ihr euch einen separaten Kleber holt, weil nicht alle Wimpern haben Kleber dabei. Und vor allem verträgt euer Auge, je nachdem wie empfindlich ihr seid, auch nicht jeden Kleber. Und zum Beispiel die Duo-Kleber haben ganz verschiedene Varianten, ob wasserdicht, ob er schwarz ist oder ob er anti, nicht anti, für sensible Haut ist. Also es gibt ganz verschiedene Verfassungen, von denen kann ich euch wirklich immer nur empfehlen. Ist sehr gut, wenn man so einen zu Hause hat. Und sonst solltet ihr auch gucken, wenn ihr einen dünnen Wimpernkranz habt, braucht ihr nicht unbedingt einen Eyeliner, solltet aber vielleicht danach nochmal den Wimpernkranz abfahren, wenn ihr Wimpern drauf habt mit einem Eyeliner. Aber wenn ihr einen dickeren Wimpernkranz habt, also wenn ihr auch ganz starke Wimpern habt, solltet ihr auf jeden Fall einen Eyeliner machen, sonst sieht es sehr, sehr künstlich aus und fällt auch meistens sehr gut auf. Falls ihr da aber wirklich nochmal Hilfe braucht, sagt mir gerne Bescheid und ich kann es euch gerne zeigen. Zu meinen Wimpern jetzt aber. Ich benutze als allererstes eine Wimpernzange und bitte erhitzt die nicht mit dem Föhn oder dem Feuerzeug. Ich habe das auch eine sehr, sehr lange Zeit gemacht, weil mir so viele Beauty-Gurus dazu geraten. Aber das Problem ist, genauso wie bei euren Haaren, wenn ihr mit Hitze arbeitet, dass es nicht gut für die Haare ist und sie schädigt und sie schneller dadurch abbrechen. Und das ist genauso bei euren Wimpern. Also lasst es sein. Versucht sie so hoch zu biegen, das müsst reichen. Und schaut, dass ihr mit einer guten Wimperntusche arbeitet und auch nicht da immer direkt unbedingt eine wasserfeste. Denn eine wasserfeste Wimperntusche ist auch nicht die beste für eure Wimpern, weil sie komplett austrocknet. Bedeutet, eure Wimpern brechen schneller ab. Natürlich, die halten länger oben, aber was bringt es euch, wenn sie so schnell abbrechen, dass sie wieder ganz dünn und fein werden und kürzer werden und
Das braucht man nicht unbedingt. Schaut eher, dass eure Wimpern gesund werden und verwendet eine pflegende Wimperntusche. Zum Hochbiegen sollte vielleicht auch noch gesagt werden, dass ihr eure Wimpern nicht mit einer Wimpernzange hochbiegen solltet, wenn sie schon getuscht sind, weil das ebenso extrem scheiße für eure Wimpern sind, weil die dann noch eher abbrechen, weil sie ja schon so stärkig sind durch die Wimperntusche. Meine Wimperntuschen, die ich euch empfehlen kann, sind diese hier. Ich benutze die von Maybelline sehr, sehr gerne für den Alltag. Die ist auch nicht wasserfest, das finde ich sehr, sehr gut. Die hat Hagebuttenöl oder sowas, das pflegend ist. Ich benutze sie wirklich fast daily. Ich finde die super, die hält auch sehr, sehr gut oben. Dann habe ich noch die von Toned, die ist sehr dezent, also dass die null verkleben, mag ich auch total, ist auch nicht wasserdicht. Und dann habe ich noch diese hier von MAC, die macht auch super schöne Wimpern, ist aber wasserdicht, hält aber auch bombenfest den ganzen Tag. Würde aber eher zu diesen zwei raten. Zeige ich jetzt einmal hier die von Maybelline, falls ihr kurze Wimpern habt und, oh Gott, wieso blinzel ich gerade die ganze Zeit, kurze Wimpern habt und nicht so voluminöse, dann tuscht auf jeden auch so von oben. Ich mache das aber nicht, weil ich halt so lange Wimpern habe und so volle Wimpern. Und es wird bei mir ganz, ganz schnell so Spinnenoptik-Design. Und das mag ich gar nicht. Deswegen tusche ich meine echt immer nur von unten. Und auch 10.000 Schichten ist nicht so gut für die Wimpern. Man sollte sie so lange tuschen, solange das Ganze noch feucht ist auf den Wimpern und nicht getrocknet ist, weil ihr dann auch wirklich die Wimpern erreicht und nicht einfach nur Schichten aufbaut, damit die immer dicker und fetter werden. Denn dann erzeugt ihr genau das gleiche wie bei dem Auge. Die Wimperntusche ist schwer. Die Wimpern werden immer schwerer, sie brechen ab und das wollen wir ja nicht. Ich gucke auch immer, dass ich noch die Spitzen hier bei mir so mit erwische, dass ich das perfekte Volumen habe. Sind eure Wimpern einzeln auch immer so gerade und ihr kriegt die auch nicht hoch? I hate it. Ich merke gerade, die Wimperntusche ist auch fast leer, aber okay, wir schaffen das. Ich gucke auch immer, wenn ich meine Wimpern tusche, dass ich so Zickzack-Bewegungen mache, dass ich keine zusammenklebenden Wimpern bekomme, sondern die alle schön definiert einzeln sind. Und ich auch wirklich an jedes Haar rankomme. Versucht auch so weit, wie ihr könnt, nach unten ranzukommen. Also schaut zum Beispiel nach unten in den Spiegel und tuscht nach oben. Das hilft euch, dass ihr näher ans Auge rankommen könnt. Und von oben könnt ihr halt auch komplett ganz nah rangehen. Wenn ihr auch von oben tuscht, guckt aber immer danach, dass das letzte Mal tuschen immer von oben ist, von unten ist, damit ihr die Wimpern so nach oben biegt. Was man auch machen kann, was super ist, was ich nicht kann, sind die Wimpern so ein bisschen einrollen wie bei so einem Lockenwickler, aber das kann ich einfach nicht. Ich tusche jetzt noch einmal ein bisschen meine unteren Wimpern. Und wenn die Wimpern oben so wie unten getuscht wird, kommen jetzt noch die Lippen und der Highlighter. Zu dem Lippenstift erstmal. Ich mag Liquid Lipsticke, ich mag normale Lippenstifte, ich mag Lipgloss. Ich finde alles sehr, sehr cool. Und da gibt es zu jedem Unterthema super viel zu sagen. Also wie gesagt, kauft euch gerne mein Buch, beratet euch, lest euch schlau oder sonst was, schaut euch YouTube-Tutorials an, whatever, zu dem Thema, was euch interessiert. Ich persönlich von meiner Meinung aus kann euch zwei Marken empfehlen, wo ich wirklich die Lippenstifte liebe, egal welche Lippenstifte, okay? Das ist einmal MAC, die haben einfach eine kranke Qualität, ob matt oder nicht matt, Lippenstifte sind der Shit, die machen eure Lippen nicht trocken, die halten lange, die sind schön, wenn sie weggehen, gehen sie gleichmäßig weg, I love it. Genau das gleiche ist bei Yves Saint Laurent, ich liebe die Lippenstifte genau so. Also ich kann euch hier mal zwei meiner Favorites vorstellen. Einmal von MAC, der Honey Love. Das ist ein richtig schöner Newtone. Also da kann man nichts mit falsch machen. Und oder von Yves Saint Laurent, die 102. Also sehr, sehr schön. Ich benutze jetzt heute den von Yves Saint Laurent. Das sind jetzt beides matte Lippenstifte, weil ich matte einfach am meisten mag, weil die halt auch wirklich länger halten. Aber muss ehrlich sein, es wird nie einen Lippenstift geben, der alles hält. Ob Küssen, ob Essen oder sonst was. Vor allem bei Essen habt ihr halt immer was Ölhaltiges.